Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man einen halben gegrillten Cheeseburger macht. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich halte ja für euch Augen und Ohren offen nach Social Media Trends. Und so muss ich zugeben, dass ich in den letzten Wochen verstärkt über Instagram und Co. mit halben gegrillten Burgern konfrontiert wurde. Ja. Das musste ich natürlich mal ausprobieren und somit ist die Idee für das heutige Video entstanden. Wir starten erstmal mit gut und gerne 200 bis 220 Gramm Rinderhack und die mischen wir ordentlich mit Salz und Pfeffer. In dem Fall nehme ich hier Jack and Smoke. Wenn ihr eine andere Mischung von Salz und Pfeffer habt, könnt ihr das aber natürlich genauso nehmen. Wenn wir dann einmal unser Patty so geformt haben, dann ist das ungefähr handflächengroß. Etwas dicker, das ist wichtig bei dieser Grilltechnik, die ich euch heute zeige. Dann drücken wir noch in der Mitte einmal eine kleine Kuhle ein, ihr kennt das. Ja, jetzt den Rand ein bisschen schön und dann einmal mit den Daumen in der Mitte, da kommt schon, eine Kuhle grillen, damit das Patty nicht so kreisrund wird, wenn das Wasser beim Grillen verliert. So, mein Schickling-Grill ist wieder da. Treuer Begleiter über die letzten 12 Monate. Ihr kennt ihn. Wir schalten einen Heizkreis links an, quasi drei Brenner, und während der aufheizt, können wir ein kleines Bier trinken. Und wenn der Schickling-Grill dann komplett eingeheizt ist, dann können wir unser Rindfleisch-Patty auf die direkte Hitze hauen. Der Grillvorgang sollte jetzt einen Ticken kürzer dauern als sonst. Also wir geben das einfach, dass es eine Kruste hat von einer Seite. Ich glaube, in dem Fall mache ich das so 2 Minuten, 2,5 Minuten oder so. Schließen jetzt kurz den Deckel. Wenn die 2,5 Minuten um sind, dann können wir zum einen unsere Brötchen mit auflegen, damit diese ein bisschen aufgeknuspert werden. Und zum anderen dann auch das Rindfleisch-Patty umdrehen. So, die Idee jetzt dahinter ist, dass wir kurz danach auch schon den Käse aufgeben, also wirklich unmittelbar eigentlich, nachdem wir es gedreht haben. In dem Fall nehme ich jetzt hier 2 Scheiben Cheddar. Wenn ihr auf anderen Käse steht, könnt ihr natürlich auch einfach anderen Käse nehmen. Und auch hier sollte die Garzeit nicht die 2,5 Minuten überschreiten. Also quasi Käse drauf, einmal, zweimal, Deckel zu und dann nur kurz den Käse schmelzen lassen. Wenn dann die Zeit um ist, dann nehmen wir unser Patty runter. Was wir jetzt haben, das werden wir gleich sehen, ist ein Patty, das ist natürlich noch innen drin verhältnismäßig rare und nahezu roh. Aber dadurch, dass wir es halbieren und dann nochmal auf die Schnittfläche legen, da geben wir dem Ganzen etwas mehr Röstaromen und wir sorgen auch dafür, dass das Patty quasi im Inneren noch etwas weiter durchgegrillt wird. So, das hier ist jetzt unser Brötchen. Ich persönlich bin ja ein großer Senfliebhaber, deshalb einmal einen Teelöffel mittelscharfen Senf unten auf das Bann geben. 2 Salatblätter, hier Romana-Salat, ihr könnt aber jeden anderen Salat nehmen. Dann unser Fleisch-Patty. Dann noch 2 Tomaten obendrauf und den oberen Teil vom Brötchen. Was ich jetzt nicht so im Überschuss drauf mache, das sind Soßen, also keine Barbecue-Soße, nicht nochmal zusätzlich Ketchup. Ich bin nicht sicher, ob das nicht den Grill noch etwas zu sehr einsauen würde. Dann nehmen wir uns hier 4 Holzspieße, 2 vorne und 2 hinten. Und jetzt haben wir quasi ja im Prinzip alles miteinander fixiert. Jetzt nehmen wir einmal das Messer und schneiden den Burger komplett mit allem kompletten Belag, Salat, Tomate, Käse, Senf in der Mitte durch. Und jetzt haben wir im Prinzip 2 Burgerhälften. Und jetzt sehen wir, dass es innen drin noch sehr rare ist. Jetzt legen wir genau diese mit der Schnittfläche auf den Grill. So, hier seht ihr das. Zack, da fällt der eine schon um. Das macht aber nichts, den kann man gleich genauso nehmen. Das ist ja gut, weil wir den eingespießt haben. Jetzt drücken wir die Holzspieße noch ein bisschen durch, dass uns der untere Teil nicht verloren geht. Und dann nehmen wir auch beim zweiten genau das gleiche. Zack, die Spieße einmal bis unten durchdrücken. Und dann legen wir das Ganze wieder zurück bei direkter Hitze auf unseren Grillrost. So, einmal, zweimal.
zweimal. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu lange wartet, weil die direkte Hitze, das muss, damit einem nicht die Brötchen verbrennen und Co. So, ja, ich würde sagen, nochmal so 2 Minuten allerhöchstens. Also passt da bitte drauf auf, dass ihr euch das nicht zu sehr verkohlt. Ja, was passiert jetzt? Jetzt kriegt ihr leichte Röstaromen am Salat, an der Tomate, nochmal am Käse. Das Fleisch bekommt nochmal Röstaromen auf der Schnittkante und bleibt trotzdem dann innerhalb dieser Hälfte wieder eigentlich so ein bisschen Medium. Das macht die Konsistenz aus, finde ich total großartig. Sehr witzige Idee. Und natürlich auch das Brötchen hat Röstaromen. Ne? Das gibt nochmal eine andere Konsistenz. Also insgesamt lebt dieses Gericht davon, dass es mehr Röstaromen hat als ein regulärer Burger. Und ja, das wollte ich natürlich unbedingt mal ausprobieren. Aber jetzt schauen wir uns das gleiche mal an, wenn er gut ist. Ja, und so sieht er dann aus. Ja, genau richtig. Ihr seht oben, bevor es anfängt schwarz zu werden, unten das Brötchen einmal runternehmen. Und ja, das ist Nummer 1. Und jetzt kommt gleich die zweite Hälfte. So sieht er aus. Ja, das Ganze wollen wir natürlich auch nochmal probieren. Hier beide nebeneinander. Ich weiß nicht, ob das für euch in Frage kommt. Ich finde es eine ganz witzige Idee. Ich bin mal reingegangen. Das Licht wurde nicht besser draußen. Probier jetzt mal einen davon und lasst euch mit dem Originalton. Das ist auch sehr geil. Die Röstaromen sind der Knaller. Super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Herr Markus. Ja.